Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja? Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Zombies! Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Oh. Silent Hillish? Natürlich. Wer würde das auch schon machen? Vladimir, okay, was war das? Seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey, okay, creepy. Holy crap. Oh, okay. Zu schön den Geräusch im Hintergrund. Oh, Hunter. Oh crap, was bist du denn? Alter, das war ziemlich knapp. Artyom! 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 Mehr Riechsalz! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Also, du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Was war das denn gerade? Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Okay. Gut. Anhalten. Ja, ich hoffe mal, dass der Part nicht asynchron wird. Denn, also, dass ich nichts schneiden muss. Ich krieg hier echt das Große. Weil die... Naja, die Aufnahme ging nicht sofort an, als ich, naja, Aufnahme gedrückt habe. Mal schauen. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße, ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Natürlich nicht. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Oh, crap. Das sieht doch schon mal richtig gruselig okay. aus. Okay. Erstmal das Nachladen. Vladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte. Stop. Dann auf mein Zeichen. Und hier haben wir den verdammten Flammenwerfer. 3A nach 2D. Ignorieren! Dinosaurus! Oh, oh, ach, Nosalis, so heißt er das. Haben wir aber schon öfter gehört? Na, dann kommt mal her. Ja, ist klar. Warte ab, bis sie näher dran sind. Was auch immer passiert, ich werde kämpfen, sterben. Juhu! Hallo? Ja, die sieht extrem viel aus, das muss man mal sagen. Und... Die springen alle da rein. Dammit. Okay. P90. Die Motherfucker. Du auch. Oh yeah. Ich glaube, vier kommen gar nicht mehr. Ich meine, das weiß ich ja schon eine Menge. Und warum habe ich so unglaublich wenig Schuss? Für die MP90, genau, für die P90. Bevor der erste extrem lauft oben. Oh, gerade mal lieb. Beeilung, sonst sind wir tot.
Endlich! Das Tor ist auf! Und die Anomalie, verdammt, na. Beeilung! Los, los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Gib Stopp! Ach, Gott sei Dank! Oh, das war knapp. Wir haben es geschafft! So sieht's also aus! Da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Na dann. Wow. Ich finde wirklich, die Beleuchtung in diesem Spiel ist einfach nur genial. Und ich spiele das nur auf DX10. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, ne? Na dann mal los. Los geht's. Okay. Katakomben. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Und ich brauche Munition. Boris und Stepan, weil wegen einem Schuss und so. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Wer ist Wladimir? Okay. Achso, okay. Legen wir los. Los, los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Tja. Verdammt frei! Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Die machen nur einen falschen Moment Pause. Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Also wow, die Atmosphäre hier drin ist richtig, richtig gut. Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ja klar. Ullmann, genug Scherze. Warum soll ich denn zwei Schädel? Wenn wir werden sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Verderich. Wow, wow. Alter, die haben mich gerade richtig erschrocken. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Okay, Erdbeben, alles klar. Verdammt, verdammt, verdammt! Klappt. Oh, jawoll. Darauf habe ich nur gewartet, auf Drecksviecher. Ja, natürlich, natürlich. Gibt's hier noch irgendwo einen Schalter? Hier? Ach, da hinten auch noch, okay. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Tja, dann werde ich wohl gehen. Scheiße! Das sieht ja echt wie Nebel aus, dabei ist es gar kein Nebel. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Der war jetzt das aber ganz, ganz flach. Sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. No shit, Sherlock. Wow. Ja, achso, okay, war nur einer. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Richtig. Okay, los geht's. Okay. Der kommt mal schön her und spürt meinen Schrot.
werde übrigens zum nächsten Level nochmal den Schwierigkeitsgrad auf normal stellen. Weil auf einfach werde ich das ganz bestimmt nicht durchspielen. Stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Ich wünschte, würde es witziger Witze bringen. Lassen wir es krachen! Halt die Klappe! Wir werden es schaffen! Natürlich! Wie wäre es denn mit uns? Ich nehme mir alle Arbeit weg! Ja, das war gerade ultra geil geaimt. Labt's eigentlich bei dir? Ja, das war gerade ultra geil geaimt. Ey, die hüpfen hier einfach nur dumm rum. Ich fang auch irgendwann an zu schaffen. Mann, so viel vergeudeter Platz. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten. Das ist das, wo du gerade nachdenkst. Pilze züchten, ne? Diese ekelhaften Grünen, die an den Wänden hängen. Darüber denkst du gerade nach. Are you kidding me? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Shit. Oh, okay. Hat sich gerade nur mal überhaupt nicht so angehört, wie Dinosaurier. Ah, fuck! Wie sie alle auf nur einen schießen, ne? Das ist echt Teamwork. Naja, ich kann eh nur einmal sterben! YOLO! Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Doch Mann, ich will ihn betätigen. So viele. Mein Freund, warum? Oh shit. Stepan, es reicht. Soll er lesen noch oder was? Dem nicht helfen, Stepan. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Sehr ergreifend. Und damit geht es über in die Höhle. Es war ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Okay. Vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Okay. Oh, eine Gasmaske. Okay, können wir eh nicht aufheben. Haben wir noch Munition? Noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Und sonst noch irgendwas? Ich sehe jetzt nichts. Nope, hier ist sonst nichts mehr. Offen. Gasmasken auf. Oh nein. Nein. Es kommt bald eine Mission, die ich eigentlich nur auf einfach, erledigen kann. Ich lasse es jetzt doch mal auf einfach. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Das ist wirklich so eine Mission, die geht überhaupt nicht. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei. Gehen wir. Nach der Mission werde ich dann wieder auf normal spielen. Weil wenn ich das auf normal spielen würde, ich würde die ganze Zeit einfach nur failen. Und diese Pilze willst du züchten, ne? Das... Ja. Ja. Natürlich. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Okay. Ich muss mal sagen, schleich. Alle sind hier. Gut, das war's mit dem leise sein.
Ach du! Das Nachladen braucht immer so ewig lang. Gunnen! Jawoll! Aber ich muss euch zugeben, auf längere Zeit werden diese ganzen Kampfmomente gegen 20, 30 Nusalis irgendwie langweilig. Muss man es vereinbaren, ist klar, weil ich meine, irgendwie muss man ja auch die Action am Leben halten, sag ich es einfach mal, aber trotzdem wird das mit der Zeit ein bisschen langweilig, finde ich. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Scheiße! Feuer frei! Eben! Und jetzt geht's schon wieder weiter. Das ist eben auch so ein Grund, warum ich recht selten Singleplayer-Ego-Shooter-Let's Play. Weil es einfach ziemlich wenig zu kommentieren gibt, wenn man die ganze Zeit nur irgendwelche Einheiten abmetzelt. Und da sind Multiplayer-Shooter schon bestens geeignet für. Also, fuck, schon besser geeignet. Wenn wir jetzt mal im Shooter-Genre bleiben wollen. Ansonsten, wisst ihr ja, Survival-Horror geht immer. Und dann halt sehr storylastige Spiele. Wie jetzt eben. Das hat mir ein, was ich jetzt played habe, was sehr storylastig war. Was habe ich denn alles jetzt played? Muss ich jetzt irgendwas Diese machen? Nee. Tür führt nach D6. Sind wir da? Alan Wake! Ach, sieht ganz so aus. Genau, Alan Wake. Sieht ganz so aus. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Irgendwo muss eine Steuereinheit sein. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Oh, crap! Was? Bist du in Ordnung, Artyom? Ja. Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Was zur Hölle? Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Da drüber gerade irgendwas rot geleuchtet. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh shit. Oh! Alter, die sieht ja. Wow, sieht nicht krass aus. Im Dunkeln, ey. Okay. Oh nein, das ist so ein Zwischenboss oder sowas. Na wunderbar. Oh! Oh! Links, rechts, links, rechts, rechts. So. Oh, klar, fuck, 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 fuck. Verpiss dich. Verpiss dich. Kein Schuss. Ah, buh. Ey, ich hab echt keine Munition mehr. Was geht denn? Komm ja nicht aufs Klo. Komm ja nicht aufs Klo. Ja, Mann. Munition. Dennis. Okay, und. Puh, Alter, auf dem Rücken. Was geht denn mit dir? Oh, oh, ja, ist klar, er kommt einfach aus der Decke raus. Wo, oh, wo muss ich überhaupt hin? Ja, Knife, genau. Wir gehen einfach runter, wir gehen einfach runter. Oh! Was? Wo? Ich glaube, wir sind das Teil los. Jawohl. Oh. Oder auch nicht. Hau einfach ab und komm nicht wieder. Alter Schwede, was für ein Kackding war das denn? Es war so klar, es war so klar. Ich kann das ja gar nicht töten. Da bin ich mir sicher. Oh shit! Wow, das war nur Ratten. Jetzt habe ich überhaupt keine Munition mehr. Aber wir sind jetzt ja wieder da. Ich kann euch sehen! Du lebst noch.
Ja, aber wenn ihr wisst, was ich gesehen habe, das war nicht schön. Hey, Ruhe! Was ist denn? Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Da kommt etwas. Seems legit. So, so, so. Was zur Hölle? Ich sag ja. Sieht nach einem automatischen System aus. Das schaue ich mir mal an. Irgendwelche Knöpfe drücken. Wird schon passen. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Ach, wie kommst du denn darauf? Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. So sieht's aus. Oh yeah! Unser Ziel. D6. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden hatten. Aber war das so viele Leben wert?